So, servus, da sind wir wieder und da haben wir gleich eine Überraschung. Der gleich hier mal meint, er ist es, aber er ist es halt leider nicht. So. Gehen wir abwärts, oder? Gehen wir hin hier. Jawohl. Höhle der Katzra. Katzra, das klingt nach einem Tiernamen. Oh, oh, oh. Hier ist alles bös voll mit gespickt mit Fallen, oder? Mhm. So, was bringen mir eigentlich diese roten Ampullen da die ganze Zeit? Heilung. Ja, aber wenn ich doch keine brauche, warum muss ich es dann aufsammeln? Er musste ja nicht. Ach so, ja. Ja, nö. Wenn es rumliegt, nehme ich es schon. So ist wenn das nicht. Ich danach ist. Ist mir aber. Oh, ein Türchen. Ein bisschen Gold, was war denn das? Oh, was haben wir denn hier Schönes? Die wollen wir gleich machen. Ja. Fast geschafft. So. Das Bruchstück ist hier. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Das willst du nicht wissen. Ich bin die Besitzerin dieses Schwertes. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück ist mein. Du meinst wohl, du führtest diesen Zirkel. Dann soll es so sein. Oh oh. Lass die Spiele beginnen. Nicht genug Disziplin hemmt. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Ach so, naja dann. Ach, wenn du meinst. Komm, dann machen wir halt mal kurzzeitig einen auf Uralt. Ist doch kein Thema. Kopfschutz. Ach, nur Mönch, okay. Nein. Alles klar. Jo, dann. Bisschen rumgucken hier noch, was wir finden und dann. Jo. Nicht mehr. In die Heimat. Das war ja ein kurzes Schauspiel hier unten. Hm. Hm. War nicht ganz so spannend. Gut, dass wir noch außen rum gelaufen sind vorher. Ja. Ja, das wird hier aber auch nicht mehr spannender. Nee, ich glaub's auch so langsam, aber sicher. Also. Hier ist ja, noch ein bisschen. Ja, dann raus hier. Und ne? Tschüss. Und tschüss. Der Bus. Ich hab den Bus verpasst. Okay, bringt das Schwertstück zu Kane zurück. Naja, dann. Ich kehre in die Stadt zurück. Ab nach Kane. Ab nach Kane. Kane City. Pip. Pop. Hast du's dabei oder hab ich's dabei? Doch, wurscht. Ist doch wurscht. Also dann. Haben wir beide dabei. Aber eine Frau namens Magda hat gemeinsam mit ihren Lakaien versucht. Cool. Magda hat etwas Merkwürdiges über das nächste Bruchstück gesagt. Sie glaubt, es ist dort gefallen, wo nur die Urahnen willkommen sind. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Lea, dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserer Freundin hier gehen und ihr helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen... Oh, ich geh das mal verkaufen, bevor ich wohin gehe. Ja, ich schau gerade, was ich aufheben möchte davon. Aber irgendwie... Brauchst du eine magische Zweihand-Axt? Mit 58 Schaden pro Sekunde? Hm. 58? Ja. Joa, wäre eigentlich eine Idee. Ich schmeiße dir mal her. Dann geh ich auf. Liegt hier bei den Typen da. Oh. Ich habe ein paar neue Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. Warte mal, alles ein bisschen verscherbelt hier. Ah, verdammt, die wollte ich nicht verscherbeln.
Aber die kann man ja, glaube ich, irgendwo zurückkaufen, ne? Mhm. Weil ich habe jetzt die Tränen hier, habe ich verscherbelt aus Versehen. Die muss ich hier aufheben, weil die brauche ich ja zum Schmieden wahrscheinlich dann. Ja, die Tränen kann man zum Schmieden verwenden, ja. Und auch diese exquisite Essenz, also dieser komische Einmachglas. Ja, genau. Da habe ich auch schon 8 Stück und ich habe einen Haufen Edelsteine. Das ist gut, die kannst du irgendwann vielleicht kombinieren und dann... Ja, kann in Gegenständen mit Sockel eingefügt werden und sowas steht da. Das dann auch, ja. Ja. Also mit den kleinen würde ich das noch nicht machen. Nee, ich hab's jetzt mal in die Kiste. Achso, ich... Nutze ich das blöde Ding jetzt oder nicht? Ich weiß nicht, aber ich kann mal meinen Handwerker ein bisschen weiter ausbilden. Voll Geisenherz. Cool. Ah, schon wieder kein Geld mehr. Heieiei. Ah. Ah, so langsam hat er ein bisschen was in seinem Inventar drin, aber da ist noch nichts dabei, was ich brauchen kann. Schleuder des Gesellen. Lederköcher des Gesellen, Breitschwert des Lehrlings, bla bla bla. Alles voll von Arsch und so. Oh, ich kann die angelegte Ausrüstung reparieren. Weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat, weil ich nicht weiß, ob ich Beschädigung hatte, aber ich hab's mal getan. Eigentlich schon. Wenn du Geld dafür bezahlst, dann war irgendwas kaputt. Alles klar. Dann habe ich das jetzt mal getan. Aber nee, ich behalte die Zweihandachs nicht, die nehme ich nicht. Die ist. Die hat zu wenig Boni. Das kann ich hier nicht tun. Da verliere ich Leben und dabei will ich nicht. Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Soll ich sie wieder herschmeißen? Ja. Ja, du kannst ja auch vertickern. Ach, Verticker, du hast ja selber eingesammelt. Ach du, das ist mir total Latten. Ich finde aber den Frostbeschutz hier trotzdem noch cooler. Dann nehme ich sie halt wieder und verkaufe sie. Ja, mach doch. Ja, mach ich auch. Ja, mach halt. Hast du jetzt gemacht oder was? Geh ich gar nichts an. Ach Mann. Ich check mal ganz kurz hier meine Handwerkerin aus, mein Wetterhex. Was die jetzt so Tolles kann, hier. Oh, jetzt können wir Gegenstände verzaubern. Nein, das werde ich nicht tun. Nein. Ach so, meine Mystikerin muss Stufe 10 sein, um das Ding verzaubern zu können. Ja, das wird ein teurer Spaß, du. Was will die hier? Seltenes Handwerk. Die braucht eine dämonische Essenz, damit sie es verzaubern kann. Ja gut, dann hat sich das hiermit erledigt. Weil ich habe keinen Plan, wo ich die herkriege. Ich meine, die wird mir schon irgendwann über den Weg stolpern, aber... Die dämonische Essenz? Ja. Lass mich mal kurz überlegen, wie das war. Ach so, das ist, wenn du... die nicht findest, du kannst es ja auch rauskriegen, wenn es beim Schmied legendäre Gegenstände, also die Orangen, ja, ich sag jetzt mal, verklappst, also wiederverwertest. Wo, was, wann? So, klick mal auf den Amboss. Ja, ja. So, und dann, wenn du noch Gegenstände hättest, die du loswerden wollen würdest, ach so, könntest du die da reinschmeißen. Aha. Und dann, jetzt muss ich überlegen. Normale Gegenstände geben Trümmerteile. Okay. Blaue Gegenstände geben diese Essenz. Mhm. Seltene, also die gelben geben die Träne und die legendären geben dann, glaube ich, die dämonische Essenz, wenn okay, ich mich recht erinnere. Okay. Glaube ich. Oder? Nee, das war vorige Schwefel. Woher kommt dann die dämonische Essenz? Man weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall 12. Frag mich nicht, woher. Okay. Ja, keine Ahnung, ich guck mal, was ich da noch eigentlich alles habe. Ich habe magisches Handwerksmaterial, exquisite Essenz, schillernde Träne, Trümmerteile, ein bisschen einen Ring, legendärer Schmiedeplan, benötigt Handwerkerstufe 4, das müsste er doch haben. Wie kann ich denn das, was mache ich denn damit? Wenn du, wie war denn das? Ich glaube, wenn du das im Inventar hast und mit dem redest oder ach so, okay. Dann kann ich das dann anwenden. Ich verstehe. Irgendwie sowas, mhm, ja. Ah,
Hä? Hier, dieser heilige Foliant der Invasion ist ein magisches Templer-Relikt, Begleiter, und der hat primär plus 53 Stärke, aber wo tue ich den hin? Wie gesagt, das ist ein Begleiter für dein, also das ist ein Relikt für deinen Begleiter, wenn du denn einen hättest. Also wenn du jetzt nicht mit mir spielst, kannst du ja auch alleine spielen und dann kannst du zum Beispiel den Templer hier unten mitnehmen. Ach so, okay. Verstehe. Naja gut, dann ist das Ding ja eigentlich voll von Arsch. Wenn wir immer zu zweit spielen, ja. Ja, tun wir. Dann kann ich den ja, naja, für 93 Goldmünzen, scheiß drauf. Okay. Kannst du vielleicht auch verwerten. Ja, das können wir mal irgendwann gucken, ja. Du bist übrigens Gruppenleiter, wusstest du das? Ja, das ist ja auch mein Spiel. Ach so. Ja, schön. Dann sag doch mal vor, was machen wir? Tja, Geh mal halt zum überfluteten Tempel, oder? Jo, machen wir mal. Ich könnte dich zum Anführer befördern. Ach, Quatsch. Zack, hast du jetzt davon. Das will doch kein Mensch. Was, bin ich jetzt Anführer oder wie? Ja. Ach so. Auch nicht schlecht. Kommst du oder was machen wir? Was? Wie? Komm, wohin? Ja, zu mir? So? Ach, Menno. du musst nicht. Komm schon. Ja, in Ordnung, bin schon da. Hervorragend. Onkel Deckard erzählte mir Geschichten darüber, als ich noch klein war. Was erzählst? Geschichten? Ja. Als ich klein war. Ah, ich verstehe. Okay, hier haben wir ja Gott sei Dank schon alles erledigt. Kommen wir jetzt wenigstens schneller vorwärts hier. Ja. So, jetzt. Durch. Oh, was? In der Tasche hier. Was? Oh, tatsächlich. Nach langem Suchen habe ich eine vielversprechende Fährte gefunden. Tagebuch eines Schufts. In der Nähe von Neutristram hat eine wertvolle Reliquie in ihren Besitz gebracht. Ihr da! Oh. Bitte helft! Da. Sie versuchen, meine Freundin zu töten! Ja. Wir werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst. Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter, Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Ja, ruf jetzt. Wo ist die Reliquie? Ich gab mein Wort zu schweigen. Lass das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Ja, ist klar. Gottchen, ist das niedlich. Hier, also putzig, ey. Ich bin immer stärker geworden. Diesmal kommt ihr uns nicht mehr. Ich brauche mehr Zeit. Oh, war's das schon? Das ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Okay. Oh, schön. Brauchst du ein Schild vielleicht? Einen magischen? Schild wäre eine Idee. Dann guck ihn dir doch mal an. Ist doch schon wieder alles Mist hier. Der hat auf jeden Fall einen hohen Block wert. Wenn nicht, vertickerst du ihn halt einfach. Ups. Jo. Auf jeden Fall werden die Waffen besser, die man findet. Ja, das ist richtig. Und zwar jetzt Zweihandwaffen, was ich nicht leiden kann, weil ich hier ein Schild trage, aber egal. Okay. Weiter im Takt. Ja. Erzähl doch mal was. Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden. Aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Ja, klar. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Belga meine Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meiner Kameradin hier fortziehen. Ihr wollt euch mir anschließen? Ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weiß den Weg. Alter, was selten anderes. Das
eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Ja, ihr seht so aus, als könnt ihr Hilfe gebrauchen. Was? Ich will bestimmt nicht hierbleiben, darauf könnt ihr Gift nehmen. Für was sollten wir Hilfe brauchen? Also mal ernsthaft jetzt. Oh, da gehen wir mal nicht runter. Menno. So, da wären wir. Was gibt's hier unten noch? Schuft, lass uns mal was erzählen hier. Verlobten. Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Hi, Lyndon. Ja, das ist gut, dass er wartet hier. Unser nächstes Ziel ist der überflutete Tempel. Mhm. Ich werde schon einmal dorthin gehen. Ja, bitte. Was die Folianten über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Na, kommst du, Chef? Ja, bin doch schon da. Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr in die Fallen? Klar. Immer. In meiner Freizeit ständig. Ha, also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur dem Neferland gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Okay. Wenn es du meinst. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Ist aber lieb von dir. Danke, du Brückenheber. Such zwei Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahnen. Aha. In ihnen finden. Ja, in ihnen finden und aus war's. Hätte ich mir auch zuhören können. Nee, ich weiß ja, wir sollen ihm irgendwas bringen. Irgendwas, was wir finden. Gehen wir rechts oder links rum? Entscheidet euch, mein werter Herr. Die Krone, mein Lieber. Ach so, cool. Außerdem bin ich die Frau hier, ja? Ach so, na dann doch wieder die andere Richtung. Sind das Alarics Leute? Nein, sie wurden verdammt. Ich hätte gern hier so ein Beil, so eine Sägebeil-Axt. Wie mein? Die, wo hier so rumliegen, was schon, hier. Ach so ein... Ja, die sehen total lustig aus, die Dinger. Aber was noch cooler wäre, wenn ich mit meiner Armbrust solche Dinger verschieben, schießen könnte. Kannst du auch erzählen. Ja. Das ging ja zackig hier schon wieder. Jo. Gehen wir erstmal wieder gemütlich Gebiet erkunden, oder? Ja, glaub nicht, dass das hier so sonderlich groß ist. Das ist nur so ein Vor. Lenkt und Ding rum. Mein Hass ist ja nicht ausreichend. Na komm schon. Das hakt heute wieder. Ja. Volle Knatze, die ganze Zeit schon, ja. Halt, das bist ja du. Ups. Ich bin schon wieder aufgestiegen. Was? Das dauert bei mir noch ein bisschen. Die Abstände werden immer größer. Du machst halt einfach mehr EP. Hm. Oh. Ich hätte nicht so weit vorrennen sollen. Ja, ich komme ja schon. Schon erledigt. Bleib hier wieder stehen. Entschuldigung, ich komme zurück. Bevor noch mehr passiert. Ich höre schon wieder irgendwo was. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Elfriede heiße. Heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich mir der Königin ihr kleines Kind. Oh, weiter im Takt. Oh. Terin-Tintin, hier waren wir schon. Da wollen wir hin.
Du hast auch schon mal besser gedichtet. Ja, ich bin ja auch kein Dichter, ich bin ja nur Denker. Achso. Oha. Was ist denn hier Schönes? Ui. Noch nicht bereit. Bist eigentlich du derjenige, der hier Feuer legt? Mhm. Geil. Wusstest schon immer, warum ich dich mit auf Reisen nehme? Weil ich habe hier Eis, wenn es uns zu warm wird, und du hast Feuer, wenn es uns zu kalt wird. Ist doch cool. Genau. Oh. Vor allem ist hier Lea ist auch total putzig mit ihrem kleinen Bögelchen hier. Wo sie ab und zu mal. Ja, die macht doch total viel Schaden. Ja, ja, wo sie ab und zu mal so ein Pfeilchen abknallt hier. So. Ihr werdet hier nicht überleben. Was überleben wir nicht? Wieso sagt die einfach, dass wir was nicht überleben? Was hat denn da geblitzt? Hm. Kein Plan. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich. Der in gelber Kringel. Cool.io. Geht's da wo rein oder was ist da? Ja. Jo, dann machen wir das doch das nächste Mal, oder? Dann aufs bis nächste, bis zum nächsten Mal. auf bis zum, auf zum bis nächsten. Auf zum Atom. Atem und tschüss.